Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Folgenden hört ihr ein Kapitel aus dem Buch St. Pauli ist die einzige Möglichkeit, erschienen 2010 im Papyrossa Verlag. Mike, das war 2009. Warum wir dieses Buch geschrieben haben? Hier das Vorwort. Eine Mauer in der Bernstorffstraße, Ecke Tadenstraße, Anfang der 90er Jahre in Hamburg. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit, steht als Graffiti da, bis 1997 das buddhistische Zentrum zu seinem Einzug die Mauer einreißt. Die Mauer ist weg, St. Pauli ist geblieben. Gab ja auch kaum eine andere Möglichkeit. Wir begleiten den FC St. Pauli seit den späten 80er Jahren, haben 4 Aufstiege erlebt, 4 Abstiege, 4 Präsidenten und etwa 4000 Ankündigungen eines Stadionbaus, haben Siege gegen Bayern gesehen und Niederlagen in Cottbus. Haben für Fanzines geschrieben, wurden gerädert und gerettet. Mit der Zeit wird man nicht weiser, aber jedenfalls älter. Bei einem Zusammentreffen auf einer Geburtstagsparty stellten wir fest, dass wir in diesen Jahren zwar mehr oder minder dieselben Spiele gesehen hatten, aber aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Dieses Buch führt unsere verschiedenen Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse in einer Triografie zusammen. Wie sieht der bald 100-jährige FC St. Pauli aus der dreigeteilten Sicht von Fans aus, die den Club über Jahre auch als Mitarbeiter und als Journalisten erlebt haben? Diese Frage stellt sich nicht. Doch, doch. Auf diese Frage können wir nicht verzichten. Es gibt keine andere Möglichkeit. St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Wir, das sind Mike Lindmeier, geboren 1978 und Millerntor Stammgast seit 1989. Volker Havekost, geboren 1973, Millerntor Stammgast seit 1989. Sven Klein, geboren 1966, Millerntor Stammgast seit 1987. FC St. Pauli, Stuttgarter Kickers. 1:3, 29. Juni 1991. Das war die Höchststrafe. Der alljährliche Österreich-Urlaub mit meinen Eltern war im pubertären Alter von knapp 13 Jahren ja noch gerade vor meinem rebellischen Ich zu rechtfertigen gewesen. Doch was sich an diesem 29. Juni 1991 am Hamburger Hauptbahnhof direkt vor meinen Augen abspielte, brach mir das Herz. Während ich mit meiner Mutter auf den Intercity nach München wartete, trudelten auf dem Nachbarbahnsteig immer mehr St. Pauli-Fans ein. Der Blick auf den Zugzielanzeiger bestätigte meine schlimmsten Befürchtungen. Sonderzug stand da weiß auf blau. Der FC St. Pauli hatte an diesem Tag die wichtigste Partie seit dem Aufstieg in die erste Bundesliga 1988. Es ging in den Relegationsspielen gegen den Zweitligadritten Stuttgarter Kickers um die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Nach 2 Unentschieden in Hamburg und Stuttgart fand das Entscheidungsspiel auf neutralem Boden im Gelsenkirchener Parkstadion statt. Seit der Erstligasaison 1989-90 war ich Fan der Braun-Weißen und wann immer es ging auch auswärts mit dabei. Schuld daran war mein Vater, der mich 1989 gegen Werder das erste Mal mit ans Millerntor nahm. Die Mutter einer seiner Kegelbrüder putzte zu diesem Zeitpunkt im FC Clubheim. Schwarz, versteht sich. Ohne solche Kontakte wäre man nicht an Karten fürs Millerntor gekommen. Ich weiß noch genau, wie mir die nackte Angst im Gesicht stand, als St. Paulis Mittelfeld-Genie Egon Vlad per Elfmeter traf. Die Fans stampften auf den Holzboden der alten Gegentribüne, die aus Stahlrohr bestand und nur von rostigen Nieten und wackligen Pfeilern zusammengehalten wurde. Damals gab ich der Konstruktion nicht mehr als ein halbes Jahr. Noch heute steht das Teil unverändert an Ort und Stelle. Das Spiel endete 1:3 aus Sicht des FC St. Pauli, der mich trotz oder vielleicht gerade wegen der sportlich verpatzten Premiere seither nicht mehr losgeworden ist. Jetzt stand ich hier am Bahnhof, doch statt nach Gelsenkirchen ins Stadion fuhr ich nach Faak am See. Da meine Mutter die Angewohnheit hat, immer mindestens eine Dreiviertelstunde vor Abfahrt des Zuges am Hauptbahnhof zu sein, durfte ich dem Treiben auf dem Nachbarbahnsteig in aller quälenden Ruhe beiwohnen. Irgendwie war die Stimmung bei den eintrudelnden Gruppen anders als sonst. Obwohl einige schon zu dieser recht frühen Stunde erhebliche Gleichgewichtsdefizite demonstrierten, war sie keinesfalls ausgelassen.
Keiner fiel dem anderen euphorisch in die Arme oder stimmte lustige Lieder ein. Der Ernst der Lage versetzte viele Fans in eine Art Stand-by-Modus. Wie ich in den Jahren danach am eigenen Leib erfahren durfte, hat dieses Verhalten nichts mit Understatement zu tun, sondern ist vielmehr das logische Resultat aus einer nicht enden wollenden Verkettung von Enttäuschungen. Bad Religion nannte einen Song auf ihrem Album Against the Grain The Positive Aspect of Negative Thinking. Genau diese Wendung trifft es. Wer mit dem FC St. Pauli unterwegs ist, sollte nichts erwarten. Dann kann er auch nicht enttäuscht werden. Bereits am frühen Morgen trafen die ersten St. Pauli-Fans am Bahnhof ein. Viele waren zeitig aufgestanden, die meisten hatten aber die Nacht durchgemacht. Das sah man ihnen nicht nur an, man hörte und roch es auch. Etliche Kisten Bier verteilten sich mehr oder weniger gleichmäßig über den Bahnsteig. Gemeinsam mit einigen Freunden stand auch ich am Bahnhof und wartete auf einen der beiden Sonderzüge, die die 3000 St. Paulianer nach Gelsenkirchen bringen sollten. Alle waren sich sicher, dass der Verbleib in Deutschlands höchster Spielklasse an diesem Nachmittag gelingen würde. Die Stimmung wurde nach und nach erwartungsvoll bis überschwänglich. Unser Fanbeauftragter Sven Brooks beantwortete die Frage: Kann ich mit einem Ticket für den zweiten Zug auch im ersten Zug mitfahren? Zum 100. Mal ruhig und freundlich mit einem Nein, sonst hätten wir das mit den unterschiedlichen Fahrkarten ja nicht gemacht. Wilde Tauschereien waren die Folge und es grenzt an ein Wunder, dass später in beiden Zügen alle einen Platz gefunden hatten. Ich hatte in der Woche zuvor mit Freunden eine fünftägige Vierfach-Geburtstagsfeier mitgemacht. Dementsprechend waren wir im Training. Hinter den Elbbrücken wurde bereits die zweite Kiste Bier angezapft. Noch war dies eine vergleichsweise harmlose körperliche Anstrengung. Während vier der Leute im Abteil mit allen dazugehörigen lautstarken Meinungskundgebungen, die nie den Einzug in die legendären Werner-Comics gefunden hätten, Skat kloppten, widmeten mein Freund Theo und ich uns einem neu erworbenen Fußball-Quiz-Spiel. Wie viele Treffer erzielte Horst Rubesch im EM-Finale 1980? Langweilig. Weiter. Mit welcher Frucht wurden die Flanken von Manni Kaltz verglichen? Boah, das waren nur HSV-Fragen. Kurzerhand wurden die Fragekärtchen zu Konfetti verarbeitet und der niedersächsische Landschaft, die an den Zugfenstern vorbeihuschte, mit den besten Wünschen übergeben. Immer wieder tauchte der HSV auf. Mein erstes St. Pauli-Spiel hatte im Volkspark stattgefunden. Samstag, 3. September 1977. Wie in den vergangenen zwei Jahren begleite ich meinen Vater zum HSV, wo er neben seinem Studium als Ordner arbeitete. Der HSV unterlag dem FC St. Pauli damals 0:2. Nach der Partie sagte ich als knapp Elfjähriger: Papa, nächste Woche gehe ich aber zu den anderen. Sie wurden meine neuen Helden. Vielleicht lag es daran, dass während des Spiels immer mehr Zuschauer den vermeintlichen Underdog ab angefeuert und selbst eingefleischte HSV-Fans aus der Westkurve beim Abpfiff applaudiert hatten. Vielleicht war dies aber auch der Beginn des Abnabelungsprozesses. Eine Woche später sah ich meinen neuen Verein gegen Dortmund 3:6 verlieren. Und auch in Gladbach gab es beim 1:2 nichts zu holen. Aber am 24. September 1977 erzielte Franz Gerber einen Hattrick und erlebte beim 3:0 gegen Hertha meinen ersten Sieg am Millerntor. Auf dem Wunschzettel zu meinem Geburtstag stand damals ein braun-weißer Schal ganz oben. Meine Mutter machte sich die Mühe und strickte mir einen Wollschal in meinen neuen Lieblingsfarben. In der Schule wurde dieser gegen jeden dummen Spruch und jeden Diebstahlsversuch energisch verteidigt, notfalls auch mit Gewalt. Häufig erhielt ich dafür eine Rüge, manchmal auch ein Pfeilchen. Ich hätte an diesem Tag alles dafür getan, den FC nach Gelsenkirchen begleiten zu dürfen. Das 1:1 im Hinspiel hatte ich live in der Südkurve verfolgt, unweit der Gästefans. Aber es war die einzige Möglichkeit, um über die Putzfrau-Connection überhaupt noch an eine Karte ranzukommen.
Ich sehe noch immer Volker Eppich in seinem grauen Trikot mit wehenden Haaren aus seinem Kasten stürzen, 2 Minuten vor dem Schlusspfiff. Immer wieder sehe ich den Ball an seinem Fuß vorbeikullern und dann im Netz zappeln. Seit diesem Tor hasse ich Markus Marin, und es ist eine Zumutung, dass dieser Quadratschädel, der als Rheinbecker auch noch aus demselben Dorf kommt wie ich, erst die Frechheit besitzt, beim HSV zu spielen und dann dieses Tor einzuschenken, um Jahre später seine 3 Kreuze unter einen Kontrakt am Millerntor zu setzen. Dieser Spieler hätte in keiner Vereinschronik über den FC St. Pauli jemals auftauchen dürfen. Zum Rückspiel in Stuttgart 4 Tage später konnte ich leider aufgrund von schulischen Verpflichtungen nicht mitreisen. Zum Glück hatte einer meiner Klassenkameraden einen fußballverrückten Vater, der sich im Premierenjahr einen Decoder von Premiere geleistet hatte. Markus Alf war genauso fußballverrückt wie sein Vater und galt zu diesem Zeitpunkt als eines der größten Talente im Hamburger Fußball. Wir waren schon einige Male gemeinsam beim FC gewesen. Spielten wir Fußballmanager am PC, gab es ein Hauen und Stechen darum, wer denn nun St. Pauli trainieren dürfe. Einmal zündeten wir am Millerntor auf der Gegengeraden nach einem Tor für den FC ein Bengalo. Schon damals gab es einige Leute, die das Abbrennen dieser Teile nicht wirklich witzig fanden. Wir hatten ausgerechnet an diesem Tag eine Deluxe-Version des Leuchtfeuerstabs aus einem Segelgeschäft dabei. Während uns die umstehenden Fans beschimpften, schrie Alf plötzlich: »Ich brenne, ich brenne!« Und tatsächlich war durch den dichten Qualm eine helle Flamme zu sehen, etwas unterhalb des Griffes. Alf schmiss das Teil auf den Boden und gemeinsam versuchten wir, das brennende Halstuch, das er sich in bester Poser-Manier um den Arm gewickelt hatte, von seinem Handgelenk zu lösen. Hätten die Umstehenden zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass dieser brennende junge Mann neben ihnen in ein paar Jahren für die Profis des FC auflaufen und unter anderem auf der Alm in der Saison 1996-97 Bielefelds Zauberfuß Billy Rayner abmelden wird, hätten sie uns sicher mit mehr Respekt beschimpft und uns vielleicht sogar geholfen. Doch gemeinsam besiegten wir den Knoten und verhinderten so Schlimmeres. Das Sofa der Alfs wurde an diesem Sonntagnachmittag auf eine harte Probe gestellt. Erst bearbeiten wir mit beiden Fäusten die Lehnen, als die Stuckis in der 25. Minute vor der Sensationskulisse von 32.000 Zuschauern in Führung gingen und Dirk Zander auch noch vom Platz flog. Dann testeten wir die Stabilität des Lattenrostes, als André Gulke in der 51. Minute den Ausgleich für uns schoss. Doch alle Hoffnungen auf eine Entscheidung auf des Gegners Platz wurden enttäuscht. Am Ende hieß es 1:1. Ein drittes Spiel musste her. Ich konnte es nicht fassen. Da standen Gestalten wie Jochen Nowodomski und Reinhold Tatamusch auf der Platte und die sollten plötzlich statt Leo Manzi Bernhard Olk oder Dieter Schlindwein in der höchsten deutschen Liga spielen? Mein Abstiegskampf fand weder in Gelsenkirchen noch in einem österreichischen Urlaubsort statt, sondern in Meierndorf, einer kleinen Siedlung im Nordosten Hamburgs, wo im Gründungsjahr des FC St. Pauli 1910 noch weniger los war als heute. Archäologen haben herausgefunden, dass vor Urzeiten wackere Nomaden auf ihrer Jagd nach Rentieren bis in die Meierndorfer Tundra vorgestoßen waren. Nun, die Hirschherden mussten damals sehr schmackhaft gewesen sein. Meine Eltern zogen in den 60ern aus Schleswig-Holstein nach, als die Rentiergründe langsam mit Backsteinbauten bepflanzt wurden. Dort wuchs ich auf und als ich 9 Jahre alt war, schleppte mich mein Daddy zum ersten Mal ans Millerntor. 29. Mai 1983, Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga, Gegner SC Eintracht Hamm. Ganze 4 Tage zuvor hatte ein anderer Hamburger Verein in Athen den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Hamburg ist stolz auf den HSV, sagte Bürgermeister Klaus von Donani und postierte sich mit einer 5-Liter-Flasche Shampoos am Flughafen, um zu gratulieren. Ein perfektes Timing für meine Premiere am Millerntor. Es war die erste und beste Gelegenheit, die Verhältnisse gerade zu rücken. Das Heiligengeistfeld war leer, als wir zum Stadion gingen. Kein Dom, nur Regenpfützen. Flanke Dahms, Kopfball Bargfrede. St. Pauli gewann 1:0, stieg am Ende aber doch nicht auf. Nicht gerade ein besonderes Erlebnis, abgesehen davon, dass auch damals schon etwas mehr Leute am Millerntor standen als die paar Dutzend an den Grandplätzen von TuS Berne oder dem Meierndorfer SV, wo ich meine ersten Fußballspiele erlebt hatte. Von einem Virus konnte noch keine Rede sein.
Ich interessierte mich beiläufig für den Verein, hörte etwa im Radio, wie der FC im September 1984, inzwischen in der zweiten Liga angekommen, bei Hessen Kassel nach 4:1 Führung noch 4:5 verlor. Ein guter Testlauf für Späteres, möchte man meinen. Doch erst mit dem Aufstieg 1988 katapultierte sich der FC ins Zentrum meines Teenage-Trachtens nach fußballerischer Positionierung. Ein Modefan war ich also, der fortan höchstparteiische Leserbriefe an Sportzeitschriften schrieb und in der Schule unverbesserlichen HSV-Anhängern die entscheidenden Zeilen aus dem Achim Reichel-Song Aloha Hea Hea entgegenschleuderte. Ich hab das Paradies gesehen. Es war um 1910. Nun war 1991 und wir sahen mindestens die Vorhölle. 4 Tage vor meinem 18. Geburtstag saß ich mit 3 Schulfreunden zu Hause vor dem Fernseher. Meine Eltern waren verreist, lange vor der Randplage sammelte die damalige Sex-Abfilmstation Sat.1 erste Erfahrungen in Sachen Fußballübertragung. Wir teilten unser Bier und den Optimismus von André Gulke, der nach dem Unterzahl 1:1 in Stuttgart sagte, wer mit 10 Mann ein Unentschieden schafft, gewinnt doch wohl mit 11. Zeigt denen, wer wirklich in die Bundesliga gehört, dachte ich mit Blick auf den Bahnsteig gegenüber, als eine E103 von links in meine Träume fuhr. Das Quietschen der Bremsen unterbrach die vereinzelten Fangesänge auf eine schmerzhafte Art. Ich fügte mich meiner Prädestination und schlich gebückt in den IC nach München. Die einzige Hoffnung war mein kleines Radio, das mich über den Spielstand auf dem Laufenden halten sollte. Während sich der Zug geschmeidig aus dem Bahnhof schlängelte, hielt ich den Kopf aus dem Fenster und schickte ein kurzes Gebet eine Etage höher. Auf dem Bahnsteig schwenkten Fans ihre Fahnen, als würden sie mich verabschieden. Am Gelsenkirchener Bahnhof stand man vor der Wahl zwischen Shuttlebus oder Bahn. Die städtischen Verantwortlichen hatten sich einiges einfallen lassen, um der anreisenden braun-weißen Meute Herr zu werden. Ein Ordnungshüter plärrte durch ein Megafon, welches seiner eh schon krächzenden Stimme nicht wirklich Timbre verlieh. Die Pauli-Fans werden gebeten. St. Pauli! St. Pauli! Wurde der heisere Kerl unterbrochen und der Mob bahnte sich seinen eigenen Weg. Im Gegensatz zu heutigen Verhältnissen konnte man sich damals als auswärtiger Fußballfan noch relativ frei in einer anderen Stadt bewegen. Zwar standen die Grün-Weißen an jeder Straßenecke, ließen uns jedoch gewähren. So konnten wir ungehindert einen griechischen Imbiss entern und 12-mal die Bestellung Gyros, Tzatziki und dazu Salat aufgeben. Das Ganze natürlich in Reihe stehend, eingehakt und sehr taki tanzend. Die anwesenden Gäste hatten mindestens so viel Spaß wie wir. Tor für den FC St. Pauli, Peter Knebel, Jubel in der Kurve der Hamburger. Weniger ging nicht, mehr leider auch nicht. Irgendwo in Süddeutschland versuchte ich, einige Radiowellen gleichzeitig in das Abteil meines IC zu locken, aber sie wollten einfach nicht. Mehrfach zog mich meine Mutter besorgt aus dem Fenster. Draußen konnte man wenigstens ab und an einen Brocken empfangen. Einer dieser Brocken war das Tor von Peter Knebel, dem ein Riesenjubel aus der St. Pauli-Kurve folgte. Ich konnte diesen Jubel um die Halbzeit herum nicht so recht interpretieren. Doch mir blieb keine andere Wahl. Der Spielstand war im Rauschen meines Radios untergegangen. Der Treffer hätte das 1-0 für uns sein können, dem Jubel nachzuurteilen aber auch das 3-0. Oder doch das 1-1. Ich beschloss, den Treffer als Ausgleich zu werten. Stichwort Bad Religion. Hamburg ohne Hafenstraße ist wie Bundesliga ohne St. Pauli, hieß es damals auf Aufklebern, die zur Unterstützung der besetzten Häusergruppe am Hafen dienten. Und 3 Jahre erste Liga konnten vielleicht durch eine Verschwörung von DFB, CIA, HSV oder notfalls der Bundesregierung beendet werden. Aber nicht von den Stuttgarter Kickers, deren Trainer Rainer Zobel sich ein Tollhaus am Neckar wünschte und selbst wohl nicht recht an den Aufstieg glaubte. Es durfte nicht vorbei sein mit dem Aufmischen der etablierten Fußballgrößen, auch nicht mit dem Widerstand gegen überdimensionierte Stadionprojekte, mit dem Gedanken, dass Fans an den Stadiontoren nicht ihren Verstand abgeben müssten und einen Verein positiv beeinflussen können.
Ich beobachtete aus der Halbdistanz und staunte, wie FC-Fans nach rassistischen Rufen gegen den Nürnberger Suleiman Sané die ganze Mannschaft zusammentrommelten und ein Flugblatt gegen solche Spinner entwarfen und verteilten. Und ich las den Millantor-Roar, ein Fanzine, in dem all das zur Sprache kam. Wie würde das alles weitergehen, wenn nun der Abstieg kommen sollte? Auch wenn St. Pauli manches in Bewegung gebracht hatte, diesmal ruhte die Hoffnung auch auf leblosen Zahlen. 5 Jahre nacheinander hatte zuletzt der Erstligist die Relegationsspiele gewonnen. Doch Sat.1 zeigte uns, dass es keine Regel ohne Ausnahme gab. Erst patzte Eisendieter Schlindwein, dann Torwart Volker Ippich. 0:2 nach 35 Minuten. St. Pauli war genauso sturmfrei wie meine Bude. Die Zuversicht kehrte zurück, als Knäbel auf 1:2 verkürzte. Für 5 Minuten. Dann schoss Dirk Fengler kurz vor der Halbzeitpause das 1:3 und alles war vorbei. Die Zugfahrt wurde immer unerträglicher, doch das Radio blieb stumm. Auf unserer Berghütte in Fack am See, wie ich diesen Ort seit diesem Urlaub nenne, gab es weder Fernseher noch Telefon. Ich erfuhr daher erst am nächsten Tag am See aus der Bild am Sonntag, dass Knebels Treffer das Tor zum 1:2 und St. Pauli nach einer 1:3 Niederlage abgestiegen war. Der Urlaub war gelaufen. Über das Spiel selber lässt sich eigentlich nur sagen, dass es grausam bis unerträglich war. Ich mir die entsprechenden Szenen aus dem Film, ich weiß, warum ich hier stehe, aber bis heute immer wieder zumute. Besonders dann, wenn ich entweder vom FC oder meinem Leben im Allgemeinen genervt bin. Der Streifen von einigen Redaktionsmitgliedern des Millantor wurde im Dezember 1991 in dem Altonaer Kulturschuppen Fabrik U aufgeführt und bis heute unvergesslich ist, wie die Bilder von der Niederlage in Gelsenkirchen begleitet von AC/DC's Highway to Hell liefen. Ich sah die Uraufführung und diese Szenen ließen einen den Abstieg mit allen Emotionen nochmals hautnah erleben. Mit dem Schlussakkord von Highway to Hell waren wir abgestiegen. Und zu AC/DC's Ride On schwenkte die Kamera über die entsetzten und verheulten Gesichter der gut 15.000 St. Pauli-Fans auf den Traversen im Parkstadion. Dann wurde die Leinwand dunkel. So können Sie uns doch jetzt nicht hier stehen lassen, dachte ich. Doch es ging weiter. Slade intonierte Give us a goal und vor dem Abstand bekamen wir ungefähr 40 braun-weiße Treffer zu sehen. Als ich wieder zu Hause war, stellte ich fest, dass ich ja keinen Videorekorder besaß. Am nächsten Tag kaufte ich mir einen.